Vorsicht! Okay, ich kann mich an euch gar nicht erinnern. Es tauchen ja bei Festivals ab und die habe ich definitiv. Es tauchen ja bei Festivals ab und zu mal andere Leute auf, deswegen habe ich mal geguckt. Oder man sieht Leute, die du sonst nicht siehst, weil die was weiß ich wo sind. So, das war wichtig. Richtig und wichtig. Dann haben wir auch mal wieder 4 Fisch. Ich glaube, der ist... Ist der alle gegangen? Nein. Aber er ist fast alle. Schrimps. Haben wir jetzt 6 Stück von. Den Käse packe ich auch rein. Das verkaufe ich. Zack. Ja, hier drinnen hocken macht nicht gerade alles weg. Machen wir ein bisschen hier frei, wa? Aber da unsere Energie sowieso gerade flöten geht. Ich bringe nochmal ganz schnell das Holz weg. Was wir auch nochmal ordentlich sammeln müssen eigentlich, aber gut. Das könnten wir auch im Wald am besten machen, oder? Ich weiß das nicht. Aber da kriegt man ja auch aus den Kisten 50 Holz und sowas. Das ist schon sehr viel wert. Mit dem Battle... Was? 2 gegen 2? Ja, machen wir mal. Ja, gut, das hilft jetzt nicht gerade der Zeit. Ich gebe es zu. Aber, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Es hilft halt einfach nicht der Zeit. Es tut mir leid. Wir wurden aber nicht wirklich zurückgewichen, wa? Alter. Die haben Death ohne Ende. Fug. Die haben Death ohne Ende, ey. Die haben Verteidigung ohne Ende, die Viecher. Huch, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Alter, okay. Naja, die eine ist schon fast. Gut. Aua, die tun ja weh. Naja, die sind halt alle gelevelt jetzt, ne? Das ist halt das... Das Schlimme, was weiß ich. Geht Level up dann. Ist auch alles gegen diesen Stein, ist halt auch nichts effektiv, was wir haben, ne? Was tatsächlich auch ein Problem darbietet. Aber den kann man jetzt gut zum Leveln nutzen. Wir sind noch da, den kann man noch zum Leveln nutzen. Solange wir noch relativ da sind. Ich weiß, Body Whirl und wie das alles heißt, würde kein sehr effektiv oder sowas auslösen. Oder nicht effektiv oder wie auch immer. Attack, dann geht das. Dann gehen wir wenigstens Fett Level ab. Oh, das hat gar nichts gemacht. Oh, Gott sei Dank. Ui, Glück gehabt. Naja, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir sind auf jeden Fall viel Level abgegangen. Danke fürs Geld. Ich hoffe, wir müssen da oben nicht kämpfen. Aber das hat jetzt gar nichts an Zeit gekostet und uns eigentlich nur selbst gekostet. Und wir haben ja gar keine Apfelbaum mehr, ne? Okay. Jetzt warten wir auf das Festival. Wir wollen zum Festival. Ein abendliches Kuschelfestival. Hi. Anfreunden ist gut. I was going to perfect my Rezepte. Schon wieder irgendein Auftritt?
mit allen einmal reden. Wenn ich noch nicht genau weiß, was uns gleich hier erwartet. Oh, wir sehen es ja. Den brauche ich nicht reden, aber hier noch. Oh, ich hoffe nicht. Oh nein, wie gut kennst du deine Nachbarn? Oh Gott, nein, das wird ein Rätsel sein, oder? Oh nein, das ist eine Quizshow. Oh fuck. Das geht voll in die Hose. Well, well, looks like the chosen one has arrived. Ready to kick off the show? Oh fuck. Ja, klar. Now that's what I wanna hear. Without further ado, let's hit the stage. Oh fuck. Das ist ein Quiz. Welcome one and all to the Game of Love. I am Jet, the reporter, and I'll be your dashing host for tonight. Oh fuck, ich kenn niemanden. Joining me on stage is none other than Case, who so kindly volunteered to star in this evening's game. Let's give our star a round of applause. Oh fuck. Case isn't the Game of Love's only predictive type. Hidden behind that door is one of Clovertown's finest bachelor and bachelorettes. As this game's played, it falls upon Case to determine the identity of the mystery person. Och, du Heilige. Das ist ja noch schlimmer als Fragen. How you ask? By asking them a series of yes and no questions that will lead Case to the right answer. Guess their identity correctly and you will prove how strong your bond is with them. Guess incorrectly and, well, hearts just might be broken. After all, our mysterious person might just be your special someone. Ach, du Scheiße. Without further ado, let's begin the game of love. Oh, God. Now, what question would you like to ask to your mystery figure? Is your blob male? Ich weiß doch nicht mal mehr. Bist du ein Mädchen? Also nein. Now we know our mysterious person is one of Clovertown's dashing gentlemen. Who is he, I wonder? Okay. Okay. Wer ist denn hier überhaupt männlich? Männlich, männlich, männlich? Männlich, männlich und auch männlich. The pursuit of love and thrust continues. What would you like to ask, Case? Is your blob a force type? How have you ever challenged the Clover Club? Do you consider yourself competitive? Würdest du dich selbst als kompetitiv? Competitive? Als. Ich mach mal ganz einfach so. Nein. Was war die Frage? The Clover Cup isn't for everyone and that include our friend behind the curtain. Okay, dann wissen wir, es ist schon mal nicht er. Ihn schließen wir aus. Wir hatten Forest-Typ, also ihn, und das andere habe ich tatsächlich nicht so ganz verstanden. We are getting closer to identify you just how, who is it behind the door. Let's continue the question game, shall we? Are you arsty? Are you super sti- Was? Was? Ich verstehe. Oh Gott, ich kann mit den Wörtern nichts anfangen. Scheiße, das sind Wörter, die verstehe ich nicht. So gut ist mein Englisch nicht. Are you arsty? Weiß ich gar nicht, was das heißt. Das klingt, als wär ich garstig. Ich weiß nicht, ob Gollum dahinter wartet. Are you super stitious? Do you consider yourself... Würdest du dich selbst als athletisch bezeichnen? Wer würde sich denn von denen als athletisch bezeichnen? Also wer, gut, athletisch würde der hier ja vielleicht sein. Der Rest, weißt du was? Wir machen einfach mal. Stay in shape is important for our friend. Health and fitness are a part of their daily lifestyle. Also,
Achso, okay. You can openly label the possible characters with different symbols. Ich muss alle einmal durchfragen, oder? Is just me or is the tense getting sick? Ich glaube, ich muss alle fragen. Ich dachte, wir könnten das abkürzen. Aber nein, wir müssen alle fragen. Are you an only child? Do you have long hair? Are you an optimist? Also ich vermute mal, das ist der hier. Hast du lange Haare? Wer von denen hat lange Haare? Er hier. Bist du ein Optimist? Do you have long hair? Einzelkind. Wer von denen ist denn kein Einzelkind? Außer Lapis. Bist du optimistisch? Wer von denen ist denn... Hast du lange Haare? Nein, also es ist definitiv nicht der. Lisa, ich habe schon eine Vermutung, dass es Flint ist. Den Rest will ich nicht als lange Haare. Oh Gott, wir haben nur noch eine Frage. This is your last question, Case. Make it count. Do you wear something on your head? Do you dress in bright clothes? Do you prefer exterminate over comfort? Hast du was auf dem Kopf? Das ist ja definitiv. Das muss Flint sein, weil der andere, glaube ich, der interessiert sich kein bisschen. Also wirklich gar nicht für Shape. Also gehe ich davon aus, dass du bist raus und du bist raus. Also ich vermute Flint. It's about time we wrap this game. Ready to guess who's the person cast? Without further ado, cast your vote. Tell us who you think is your mystery guest. Ich würde ganz stark auf ihn tippen. Er trägt was auf dem Are you a girl? Nein, er ist ein Junge. Have you ever challenged a Clover Cup? Hat er auch nicht. Sieht er sich selbst als athletisch? Wir hatten das eine Event, wo er Sport mit den Blobs getrieben hat mit. Und sie gesagt hat, hey, das hält mich auch fit. Hast du lange Haare? Hat er nicht. Hat er was auf dem Schädel? Ja, hat er. Was auch immer das ist. Ich glaube, so ein Indianerband oder so. Keine Ahnung. Also, er muss es sein. Ja. Klang zumindest positiv. I see. Well, let's find out if you guessed correctly. The moment of truth has finally arrived. Come on out, my friend. Join us in the spotlight. Can I get a drum roll, please? Hä? Der bezeichnet sich als sportlich? Was? Was? Das war voll fies! Nein! Sehe ich nicht! Was? Das war eine 50%ige Chance! Was? Warum sieht er sich denn sportlich an? Weil er Insekten rammelt oder was? Was? Das ist fies. Mann! Mann! Is this how grass feels when we stepped on it? Because I'm crushed. You ought to know me better by now, Case. Hä, gar nicht. Warum siehst du dich selbst als sportlich an? Oh, das war fies. Das war richtig fies. Vor allem, weil wir dieses Event hatten, wo Flint gesagt hat, dass er fit ist. Richtig, richtig, richtig fies. Nein. What a way to end the show. Am I right? Well, that's a wrap. Unfortunately, it's time for us to say goodbye. Thanks for coming, everyone. See you again for the next Game of Love. Nein, das... Nein! Nein! Nein, ich weigere mich! Ich kann was kaufen. Ich habe leider kein Geld. Kubi. Ja, wir hätten den Blob hier, aber naja, wir können halt nicht, ne? Nein, ich weigere mich! Nein! Das war unsagbar ungerecht! Ich fühle mich belogen und mit... Nein! Als sportlich, der Typ ist doch nicht sportlich. Er ist der Ranger. Und Flint hat da gesagt, dass er... Das ist... Das ärgert mich voll gerade. Der hat hier gesagt, als wir das Event haben, hey, hier, ne, mit den... Mit
die sind hier gerutscht, die Blobs. Und er hat dann gesagt, hey, so bleiben sie fit. Und ich bleib auch dabei fit. Also sieht er sich selbst als athletisch. Er hat was... nein! Manno! Oh Mann, ey, das war richtig... Das war richtig fies, oder? Kommt mir das nur so vor, oder war das... War das fies? Das war glaube ich, ein persönlicher Angriff gegen mich. Das sehe ich auch so. Ach Mann, ey. Voll in die Hose gegangen. Naja, beim nächsten Mal. Ja, ja, ich bin müde. Ach Mann, ey. Das war wirklich fies. Ich meine wirklich... War super duper. Attention Residents of Clovertown. Tonight is our Bum-Bum-Sterne-Runterfall-Kram. Müssten wir tatsächlich heute mitnehmen. Oh, hier ist alles fertig. Brokkoli. Rotkohl. Oh nein, ich komme darauf nicht klar. Also, sind wir mal ehrlich, war jetzt wirklich ein bisschen fies. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie viele Dinger wir haben. Wir haben zweimal Aubergine. Und viermal das. Ja. Ja, von mir aus dahin. Oh, Entschuldigung. Ich bin allergisch gegen irgendeinen Ranger. So ein Doofkopf. Ich weigere mich immer noch, ist mir egal, was die Welt sagt. Ich weigere mich. Ich weigere mich, das anzuerkennen, dass das der Typ war. Er hat nie was davon gesagt, dass er sportlich ist. Er ist der Nerd. Nerds sind nicht sportlich. Also, und Nerds sehen sich auch nicht als athletisch an. Also, nein, ich bin im Recht. Es ist so, ich kann da auch nichts für, ich bin im Recht. Aubergine habe ich nicht. Käse und Tennisball, ja gut. Und ich meine das da. Okay, Brokkoli. Naja, wenn der Brokkoli es will, dann verkaufen wir den. Wenn er es will. Den Käse haben wir ja noch. Ich weigere mich. Da ging's besser. So, wir sammeln erstmal wieder, was meine Blobbles essen können. Fünf. Ja, das langt ja schon. Fünf Stück lang, ja. Quatsch. Vier in jeden. Jetzt langt's. Sieben Stück lang. Okay, es liegt aber nicht am Essen, das nur alle zwei Tage. Huh. Entweder ist es wirklich irgendwo verschoben worden und keine Ahnung, wir haben es nicht gesehen. Versuche euch ein bisschen aufzumuntern oder sie sind halt wirklich im Winter ein bisschen anfälliger, was Traurigkeit angeht. Ich streiche sie ja normalerweise nur alle zwei Tage, weil das ja eigentlich deren Stimmung langt. Aber vielleicht muss ich es im Winter ein bisschen mehr machen.
Naja, die kriegen auf jeden Fall noch ein Kind. Ich würde den anderen schon beinahe rausschmeißen. Bin ich ganz ehrlich. Den anderen würde ich schon beinahe rausschmeißen. Das mache ich jetzt auch, weil den brauchen wir nicht mehr. Gloomy. Weil wir haben ja den anderen. Weißt du, und ich glaube, das ist... Ja, sonst werden die... Wenn wir jeden aufbewahren wollen, wird es, glaube ich, alles ein bisschen zu viel. Weißt du? Was ist denn heute eigentlich dran zu verkaufen? Diamant. Naja, habe ich fast. Oder was auch immer das da ist. Das ist für mich Diamant. Mithril. Mithril. Ja, nein. Kannst bestimmt da an dem Tag unsagbar viel Kohle machen. Aber wir haben kein Mithril. So, das brauche ich auch nicht mehr mitnehmen.